Mahlzeit, meine Freunde, YouTube-Freunde, Schalker-Freunde, hier ist euer Schalker wieder. Ja, heute ist Freitag, Wochenende endlich. An alle, die am Wochenende haben, freut euch schon drauf. Das Wetter soll ja angeblich besser werden. Ja, gefühltes Herbstwetter ist das, ist so. Scheißwetter, ganz einfach. Für Sommer ist, wir haben schon Juli. Aber egal. So, da ich ja gelesen habe, die Tage Düsseldorf und Schalke, Tauschgeschäft. Ja, Tauschgeschäft. Welcher Spieler? Skripski wollen sie ja gerne haben, da ja der Rösler von ihm beeindruckt ist. Das halbe Jahr, wo wir den jetzt ausgeliehen haben, ihm gefällt seine Laufbereitschaft, sein Kampfgeist. Er kann ja rechts, links und vorne spielen. Das gefällt den Rösler und möchte ihn gerne bei dem Neuanfang in der zweiten Liga möchte ihn gerne haben. Nur, sie können sich den finanziell nicht leisten. Und da bahnt sich vielleicht, so wie ich das lese, ob das jetzt wirklich klappen wird, weiß ich nicht, mit Kahn Eiern. Und Kahn Eiern kennen wir ja alle noch, der hat ja bei Schalke gespielt. Dann, wo er bei Schalke nicht die Chance gesehen hat, da in eine Bundesliga-Kader zu kommen, wurde er ausgeliehen und dann hat Düsseldorf sich den gekauft. Wir hatten den Kahn Eiern ja, bevor der Kaba kam, war ja Kahn Eiern mit Schalke sich ja fast einig. Das war, da hat nur noch die Unterschrift gefehlt, das weiß ich noch. Da hat nur noch die Unterschrift gefehlt, wo ich gesagt habe, ach, den kriegen wir für 6 Millionen damals, wieder zurückholen, für 6 Millionen. Und was passiert dann? Kam der Kabak, hat der Reschke den Kabak von Stuttgart geholt. Wenn wir jetzt gucken, alles richtig gemacht mit dem Kabak, super gemacht mit Kabak. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, den Kahn Eiern in ein Tauschgeschäft mit Skripski, wo du nicht so viel bezahlen musst und wo du einen Spieler hast, der drei Positionen spielen kann, dann will ich das sofort machen, weil der Junge, der ist gut, Kopfball stark, am Ball kann der kann ein Spiel eröffnen, auch von hinten, was wir nicht so oft haben als Abwehrspieler. Und habt ihr das Spiel hier zu Hause gegen Düsseldorf gesehen, wo wir 3-3 gespielt haben, das Spiel, könnt ihr euch noch erinnern? Den einen Pass, den er zum, ich weiß nicht, zu welchen Stürmer, Rensing, glaube ich, zum 3-3 gemacht hat, den Lupfer, den macht nicht jeder. So ein Pass macht nicht jeder Abwehrspieler. Und ich bin ehrlich, wenn die Möglichkeit gibt, würde ich den holen. Da bezahlst du keine 10 Millionen für den, machst du ein Tauschgeschäft, tust 2-3 Millionen drauf und dann hast du einen günstigen Spieler, aber einen guten Spieler. Da wir uns ja zurzeit nicht Top-Spieler leisten können, wäre das ein gutes Geschäft für mich aus. So, meine Meinung, ich würde dieses Geschäft sofort machen, ohne zu überlegen, da wir nicht wissen, welcher Abgang uns noch bevorsteht bei Schalke wegen der Finanzkrise, wissen wir ja noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass ein, zwei gute Spieler gehen werden, wenn da ein gutes Angebot kommt, denke ich mal. Ja, was sagt ihr denn dazu? Würdet ihr dieses Tauschgeschäft auch akzeptieren oder auch dafür sein? Ich ja, ich würde es machen. So, schreibt in die Kommentare, was würdet ihr zu diesem Tauschgeschäft sagen? Würdet ihr sofort machen? Ich sage, ich denke mal ja, ne? Alles gut. Meine Freunde, ihr wisst Bescheid. Abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, ding, 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 die Glocke. Teilen, teilen, teilen und liken, wenn ihr das gut findet. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich hoffe auf besseres Wetter. Euer Schalker.